Bei mir ist jetzt Ricardo aus dem PC-Bereich und heute sprechen wir über Deus Ex Human Revolution. Erzähl doch mal. Ja, also der dritte Teil, der spielt zeitlich vor den ersten beiden Teilen und der vereint halt Rollenspielelement und Ego-Shooter genauso gut wie seine Vorgänger und ich kann es eigentlich nur empfehlen. Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ich bin auch gespannt, ob wirklich der Teil an die hochgelobte Story der beiden Vorgänger anknüpfen kann und was solch eine Zukunftsvision mit Transhumanismus und etc. für Fragen aufwirft. Mit Deus Ex Human Revolution erscheint der dritte Teil der bekannten Deus Ex-Reihe. Geschichtlich siedelt sich diese aber vor dem ersten Teil aus dem Jahre 2000 an und erzählt, wie alles begann. Im Detroit des Jahres 2720 sind Aufstände an der Tagesordnung, da eine neue Technologie zur Verbesserung des Menschen für Unmut sorgt. In dieses Szenario startet man mit Adam Jensen, einem Ex-SWAT-Mitglied, der in diesem Spiel für Chaos sorgt. Das Spiel beginnt langsam mit der Vorgeschichte Jensens, erzählt Hintergrundinformationen über Bioimplantate und führt den Spieler in die Welt von Deus Ex ein. Schnell merkt man aber, dass die Ruhe nicht lange hält. Kurz darauf ist man mitten im Geschehen und muss sich den Weg entweder mit brachialer Waffengewalt freischießen oder man nutzt einen Lüftungsschacht und schleicht sich einfach an den Gegnern vorbei. Somit sind der spielerischen Freiheit keine Grenzen gesetzt und man wird Passagen niemals gleich abschließen. Hier zum Beispiel lauern wir einen Gegner auf und schlagen ihm gepflegt ins Gesicht, um so an seine Sachen zu kommen. Wenn es um Gegenstände geht, sollte man wirklich sämtliche Stellen genau untersuchen, denn überall liegen nützliche Sachen, die einem das Leben leichter machen. Aber bei der Suche nach Gegenständen merkt man leider, dass das Spiel an einigen Stellen mit der Konkurrenz grafisch nicht mithalten kann. Wichtig für das Spielgeschehen ist natürlich auch die Aufwertung des Charakters. Hier kann man sich beim Stufenaufstieg genau aussuchen, in welchem Bereich man seine Punkte stecken will. Jeder Bereich ist in Unterbereiche aufgeteilt und kann so nach und nach verbessert werden. Diese Verbesserungen sind wichtig, denn zu Beginn des Spiels ist Jensen nicht gerade durchschlagskräftig. Dennoch empfehle ich, die ersten Punkte ins Hacken zu setzen. Das Hacken ist auch ein interessantes und wichtiges Spielelement. Hierbei geht es darum, die Ausgangsquelle zu erreichen, bevor man vom System erkannt wird. Die Netze, die beim Hacken angezeigt werden, können im Spielverlauf relativ komplex werden. Man kommt nicht nur an Informationen, sondern kann sich auch Kameras und Sicherheitssysteme so zunutze machen. Die Story von Deus Ex wird größtenteils in Dialogen weitergegeben. Die Entscheidungen, welche man hier trifft, können Missionsabläufe verändern und man so jemanden bestehlen muss, anstatt ihn nur zu befragen. Somit ist die Handlung nicht linear und verleitet zum weiteren Durchspielen. Das Spiel besticht durch seine Vielseitigkeit und macht immer wieder Lust auf mehr. Es leistet sich im Spielverlauf nie große Fehler und hat uns somit vollkommen überzeugt. Ich vergebe für Deus Ex Human Revolution 9 von 10 möglichen Nerdstar-Sternen.